Aber blaue Quest nehmen wir immer an. Sieht ganz schön erbärmlich aus. Gehen wir hier einmal rein. So, ich kann mich ja einmal nochmal für das nächste Ding hier anmelden. Und dann möchte ich einmal... einmal Stufensteigerung. Das geht nämlich dann auch mal recht schnell. Gerade nicht. Wenn wir dann nach nach Limsa müssen. Oh, was tut das denn schon wieder so lange? Hallo Hybrid! Dir auch einen wunderschönen Abend. Wie geht's dir? Ach komm. Was hab ich jetzt ernsthaft an... Na. Das hatte ich auch noch nicht. Ach ja. Ah, das geht auch mal los. Schön. Lass es bitte mal was Gutes sein. Ich sagte was Gutes. Den Quatsch verkacke ich doch wieder. Den Quatsch verkacke ich definitiv. Den habe ich schon mal verkackt. Das verkacke ich doch wieder. Wenn du nicht weglaufen würdest, wäre das doch besser. Gut, das läuft jetzt hier alles ein bisschen auf dem Ruder. Etwas, hallo. Jetzt bin ich komplett überfordert. Jetzt bin ich überfordert. Ja. Okay. Verkackt. Das war etwas viel. Das war etwas sehr viel. So viel konnte ich auf einmal dann nicht heilen. Ja. Das war Versagen mit Ansage.
ich hasse dieses Ding. Ja, ein wenig. Ein wenig. Am Ende war ich ein bisschen überfordert gerade. Ganz klein wenig. Ich bin immer froh, wenn diese Inni hier vorbei ist. Nicht so viel, bitte. Ich sehe es am Ende schon wieder kommen, dass mein Mana dann wieder flöten geht. Können wir endlich durch sein? Bleib hier einfach bei der Hütte stehen. Bleib bei der Hütte stehen, lass es mir gut gehen. So Urlaubsfeeling, weißt du? Aber nein! Bitte brauche ich nicht. Oh, bitte bleib am Leben. Ich bin irgendwie immer nervös, wenn ich Heiler spiele noch.
Ich will hier weg. Gott, wir haben es zum Glück gleich. Ich überfahre das nicht wieder. Wir werden alle sterben. Pass auf, mein Mann sagt gleich auch wieder nein. Immer wieder. Haben wir es gleich. Essen? So, und diesmal entscheidet es dann gleich wieder am Mana-Mangel. Den vergesse ich jedes Mal wieder. Nee, das ist doch wieder.
gerne auch verschwinde. Einfach verdünnisieren. Boah, dann lad ihr schneller auf. Bitte. Da muss ich definitiv noch üben. Ich spiele auf Kiva. Okay. Ja. Nein, das ist cool. Ja, ich muss ihn aber dennoch üben. Ich bin an das Heilen noch nicht ganz so gewöhnt. Okay. Ja. Ich verstehe. Können wir jetzt bitte das Ding hier beenden? Ich würde gerne mit der Hauptstory weitermachen. Das wäre sehr nett. Hi. Hallo Drachi. Du der Drache. Pack deinen Schleim woanders hin. Oh.
Das stirbt so einfach. Und gehst du einen viel besser. Wenn er dann sagt, weiß mag ich am wenigsten zu. Also ich finde ihn eigentlich ganz gut. Ich kann ihn, glaube ich, nur einfach nicht spielen. Ich bin einfach kein guter Heiler. Behaupte ich zumindest einfach mal. Ich glaube, ich bin einfach kein guter Heiler. Ist aber auch nicht schlimm. Ich übe ja noch. Da. Wo sind die letzten? Eine gute Frage. Ah, da. Muss man wenigstens nicht weit suchen. Ey, komm, geh da hoch. Ja, das war jetzt sehr weit geritten, ich weiß. Dörchen. Ein seltsamer und ein verwirrter Mann. Also eigentlich bin ich nur auf der Suche nach Windätherquellen. Wovon diese Quest keine für mich hatte, aber... Also eigentlich... Ich habe was anderes vor. Ja... Mein gequälter Vogel, der am Boden gehen muss. Herr Bär, könnten Sie... Danke. So, was musste ich jetzt hier hinten machen? Hier hinten ist nämlich auch eine Quest für eine Windätherquelle. Was musste ich hier tun? Huch. Warum greift eigentlich Bombard jedes Mal an? Was ist da denn hier? Tada. So. Muss ich dafür auf das Ding drauf? Was fahren? Ich. Ja, was? Ich weiß es doch selber nicht. Ach. Jetzt verstehe ich. Deswegen ist da oben dieser blaue Punkt. Ah.
Aha. Ja gut, das erklärt's. Willkommen zurück, Daddle. Was heißt hier alles kaputt machen? Man macht nie was kaputt. Das Mal geht's auch nicht schlecht. Ich bin nur ziemlich langweilig zu spielen. Oh. Na gut, es kommt drauf an, wenn man schon öfter Heider gespielt hat, bestimmt. Ich wollte ja jemand oder eine Heider-Art, die einsteigerfreundlich ist für Leute, die noch nie Heider gespielt haben. Und ich glaube, dass der Uide bzw. weiß man ja eigentlich ganz gut. Das hier mache ich später weiter. Ich möchte jetzt eigentlich wirklich eher diese Windederquellen machen. Danke. Weißt du, ich habe selber eine. Warum muss ich das Ding hier benutzen? Oder gelernt, da hält das Pad immer etwas mit. Stimmt. Das gibt es ja auch noch für Pets. Ja, mal gucken. Außer die Tankklassen werde ich ja eher alles ausprobieren. Die Tankklassen dürfen etwas Überredung. Jetzt habe ich jetzt auf 50. Sehr cool. Bin gerade mal froh, dass ich mein Baden auf 67 habe. Das ist schon ein Wunder. Das war anstrengend, eure Generation ruft mir den letzten Nerv. Wir haben was Komplexes mit weniger als 5 Zeilen. Du bist geschädigt. Ich habe meinen Freunden einen Brief geschrieben mit Schüler. Nach 25 DIN auf 4 Seiten. Wieso meine Generation? Die jetzige, also die nochmal neue Generation, die ist ja noch schlimmer. Als zu der Zeit. Ne? Das ist meine. Die heute, also die wirklich jetzt heutige, die ist noch schlimmer. Dem ganzen Denglisch und den teilweise wirklich erfundenen Wörtern. Von denen ich bis heute keine Ahnung habe, was. Naja, ich werde dieses Jahr 25 in 2 Monaten. Also, ich fühle mich da schon gar nicht mehr richtig angesprochen mit. Und ich benutze die SMS-Sprache übrigens nicht. Ich fühle mich trotzdem nicht angesprochen, Daddle. Wenn die jetzt, also die wirklich jetzigen Schulkinder, wenn ich das teilweise so sehe, die sind ja tausendmal schlimmer als zu unserer Zeit. Da sowas wie XD und LOL, das ging ja noch. Das heutige ist ja noch schlimmer. Was muss ich denn eigentlich jetzt hier machen? Ich verstehe die Aufgabe bis jetzt noch nicht. Außerdem schreibe ich auch heute noch per Hand. Ich gehöre, glaube ich, auch noch zu den Leuten, die auch noch Postkarten verschicken, wenn sie im Urlaub sind. Und nicht einfach nur ein Foto schicken und bei WhatsApp übersenden. Jedes Mal, wenn ich mit meinem Grundschutz im Urlaub bin, schicken wir immer noch eine Postkarte an meine Großeltern. Und an seine Familie natürlich auch. Mache ich Foto durch Facebook. Mache ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Weiß ich, wann ich das letzte Mal irgendwas auf Facebook gepostet habe. Naja, ich könnte die Mutter meiner Schwester sein. Also. Ne?
könnte. Ich bin es zum Glück nicht. Ich überlege gerade echt mal. Wann habe ich das letzte Mal auf Facebook irgendwas gepostet? Selbst im, in diesen, im WhatsApp-Status mal hier kommt noch. Also kaum irgendwas. Das war immer nur in der Zeit, wo ich noch nicht mit Fonches zusammen gewohnt habe. Seit wir zusammen wohnen? Abends benutze ich das Handy irgendwann mal, wenn ich ins Bett liege und ich pennen kann. Da bin ich dann irgendwann auch mal auf solchen Seiten unterwegs, aber sonst. Für Nachrichten teilweise. So, jetzt brauche ich das Ding. Ach, der ist. Warum kann ich damit nicht fliegen? Das wäre doch mega cool. Ja, dann musst du das Geld klauen. Oder dir einen Kredit bei der Bank holen. Oder sparen. Oder fragen, ob man es dir leihen kann. Oder Lotto spielen. Spiel Lotto. Vielleicht klappt das ja. Ich meine, vielleicht hast du das Glück und kriegst einen Sechser mit Zusatzzahl. Oder du träumst einfach davon. Das ist die schwächste der Möglichkeiten. Skoma. Ja, oder Skoma, das geht auch noch. Baumbart, hör auf. Auf mich zu verfolgen. Ich brauche die nicht. Wenn man vom Blitz getroffen wird, als im Lotto zu gewinnen. Ja, ich glaube auch. Nein, kannst. Nein, das sind keine Elfen, Daddel. Das sind, ich glaube, Maschinen. Wenn das darstellen. Gehe ich zumindest mal ganz stark von aus. Da liegt's. Habe ich erwähnt, dass ich fliegen möchte? Würde ich kämpfen wollen, dann würde ich es tun. Aber ich will nicht. Oh Mann. Ein Bombard, lass mich. Kann ich den Quatsch an die abgeben. Ach, Daddel. So, sind eh der Quelle. Endlich. So. Wie viel habe ich jetzt? Oh. Nee, es sind nur noch 3 Quests. okay, warte mal. Muss ich erstmal wieder suchen. Erstmal das da,
Nee. Nee, das hat man schon mal. Nee. Wie nehmen wir denn? Ich habe so viele Bilder und ich weiß nicht, welches wir. Warte, warte, warte. Was denn? Da. Einmal. Zweimal. Tada! Gleich zwei Kater auf einmal. Einmal der Leo. Tada! Und einmal der Sailor. Mein Schnuggelpuh. Die beiden Süßen. Und Salem wartet wahrscheinlich schon wieder ungeduldig darauf, dass ich ins Bett komme. Wie ich ihn kenne. Wobei gestern Abend lag er gar nicht bei mir im Bett. Ich weiß gar nicht, wo er sich rumgetrieben hatte. Er lag erst heute Morgen im Bett. So, also einmal nach Limsa. Dann einmal dahin teleportieren. Oh Gott, das ist schon wieder voll hier. Nur einen Ordner angelegt, für Wildbuch angelegt, super. Ich will mal gucken, wo man das Nassfeld rufen lassen kann. Oh Mann. Ja, komm. Das ist ja auch dein erstes Mille vor. Ja! Ja! Endlich! Endlich! In einer der drei Hauptstädte. Limsa. Nicht? Also hier war ich auf jeden Fall schon ganz, ganz oft. Das ist einer der Anfangsstädte. Und meine Hassstadt mit dazu, weil ich die einfach nur verwirrend finde. The place to be. Sieht unbekannt aus. Also wir haben schon viele neue Städte gesehen, aber das ist keine davon. Das spielen wir nicht zusammen. Ja. Weil ich jetzt die Innis erstmal allein gemacht hatte. Und ja, ne? Ist das nicht komplizierter? Ja, Limsa Luminsa heißt das eigentlich. Dann gibt es eine Ulda und es gibt Kridania. Limsa Luminsa, wenn ich bitten darf. Ja, knapp dran. Ah, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Ich hoffe ja, dass wir jetzt gleich eine neue Stadt sehen. Oder ein neues Gebiet. Ich möchte eigentlich nur aus Limsa raus. Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich meine Haare heute nicht gefärbt habe. Ah, vielleicht zum Mittwoch.
Mal schauen. Aufgefallen, die dann mit Depp ist doch so groß wie ihr. Das ist nicht schwer. Nee, an der Größe will ich nichts ändern. Ich glaube, für mein Volk habe ich schon die größte Größe. Also ich habe mich, glaube ich, schon so groß gemacht, wie es geht. Es ist halt von Rasse, also von Volk zu Volk unterschiedlich. Die einen Völker sind halt kleiner und die anderen Völker sind halt größer. So groß sind die jetzt auch wieder nicht. Außerdem habe ich kein Schwert. Ich habe einen Bogen. Na gut, gerade habe ich... Wie heißen die Dinger? Chakras? Danke. Diese komischen Dinger da. Ich weiß nicht, wo du aufgehört hast, nicht mehr, also ab wo du nicht mehr da warst. Ich weiß nicht, was du noch oder was du das, was das letzte war, was du gehört hast, so. Tritt drauf, bevor es sich vermehrt. Ey, lass Tataru in Ruhe. Tataru ist süß und nett und lieb. Oh Gott, oh gruselig. Du hast kein Schwert. Achso, ja, ich habe nur diese Chakras oder wie auch immer die Dinger heißen. Und einen Bogen. Und einen Stab. Aber ein Schwert besitze ich nicht. Dann wäre ich, glaube ich, ein Tank, wenn ich ein Schwert hätte. Chakras. Ah, okay. Ja. Chakras. Okay. Sehr gut. Mies, mich nicht auf. Es war auf jeden Fall knapp dran von mir. Sehr knapp. Ach ja. War dich dran. Ja, es hätte dich. Es waren nur ein paar Silben vertauscht. Wäre ja mal nett, wenn ich mal wieder irgendwas kriegen würde. Scheiße. Was ich auch gebrauchen könnte. Aber ich glaube, das dauert noch. So eine Vorbereitung. Ich brauche aber keine... Ich muss mich aber nicht vorbereiten. Hat einer der Begleiter ein Schwert. Ansonsten soll der Riese dieser meinen... Soll es auch immer geben. Und der Beine spricht man dann oft. Nee. Sie hat diese Fäustlinge. Die anderen beiden haben Bücher und Tataru hat gar nichts. Wir haben keinen mit dem Schwert. Die sind Geisterzolltreff. Oh, euer Ernst. Die wird ja eigentlich auch. Oh, ich muss einmal reparieren gehen, glaube ich. Na? Ist hier irgendwo? Reparaturen. Denkst du am Schwerter? Stimmt. Der Gladiator auf jeden Fall. Oder wie auch immer der dann später heißt.
So. Ich werde jetzt aber einmal ganz kurz aufs Klo gehen. Das drei von ich. Wie, ja. Ich kenne nur einen, glaube ich. Dann kenne ich einen, der diese Äxte hat.